Wir sind in Sant'Antonio, in meiner Heimat in Prättigau. Das Thema von heute ist E-Mountainbike-Tour. Das E-Mountainbike ist natürlich ein ganz spassiges Fortbewegungsmittel. Wir kommen in kürzerer Zeit längere Strecken. Aber achtet darauf, dass ihr euch nicht überfordert tönt. Das technische und das konditionelle Know-how müssen wir trotzdem mitbringen. Eigenheiten zum E-Mountainbike gegenüber einem normalen Mountainbike. Wir haben mehr Masse, das bedeutet, die Bremswege werden länger. Beim Bergauffahren achten wir darauf, dass wir im Sattel sitzen bleiben, weil wir mehr Power haben, dass das Hinterrad nicht durchdreht. Also in der Planung einer E-Mountainbike-Tour ist es ganz wichtig, dass ich auf die Reichweite schaue. Und da ist das grösste Kriterium das Gesamtgewicht. Also was wiegt das Velo mit Gepäck plus dem Fahrer. Planen die Reserven ein, denn E-Mountainbike-Fahren mit leerem Akku ist streng. E-Mountainbikes sind extrem spassige Geräte. Probieren das aus, macht sehr grossen Spass, egal auf welcher Könnerstufe.